Den Aidlinger Heckengäutag gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Wir haben im Jahr 2004 den ersten Heckengäutag veranstaltet. Ausschlaggebend war seinerzeit die Eigenart, Kunst und Kultur rund um den Venusberg Ausstellung, die über ein Jahr gelaufen ist und die uns 100.000 Besucher nach Aidlingen gebracht hat. Und wir haben damals als Plenum Heckengäu-Projekt den ersten Heckengäutag 2004 veranstaltet. Und mittlerweile, er findet alle 2 Jahre statt, ist es ein bleibendes Ereignis bei uns geworden und er wäre nicht mehr wegdenkbar bei uns. Das Herzstück des Aidlinger Heckengäutags ist natürlich unser großer Bauernmarkt mit rund 80 Ständen, auf dem die breite Produktpalette des Heckengäus von A wie Apfelsaft über H wie Heckengäu-Kaviar bis Z wie Ziegenfleisch angeboten wird. Und die Highlights bei unserem Heckengäutag sind natürlich das Aidlinger Hopfenzopfen, wo es an die alte Traditionen geht, die ehemalige Hopfenanbaugemeinde Aidlingen und wo wir im Vereinswettbewerb dann diese Tradition wieder aufleben lassen. Das andere ist unser Hammellauf, wo Paare teilnehmen können. Es ist so ähnlich wie die Reise nach Jerusalem. Das Witzige dabei ist, einer gewinnt am Schluss ein lebendes Schaf und man hat dann immer das lustige Problem, was mache ich mit einem lebenden Schaf? Aber keine Angst, noch ist kein Schaf im Suppentopf bei uns gelandet. Alle Schafe sind bisher immer an die Herde als Patentiere zurückgegangen.